Ja, moin und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin heute nach Klungsborn gefahren. Hier treffe ich mich gleich mit zwei Fotografinnen, die ich über Instagram mal kennengelernt habe. Und wir wollen ein bisschen an der Ostsee fotografieren. Ich freue mich schon total. Ich war schon einmal in Klungsborn, habe ich auch einen kleinen Film gemacht. Verlinke ich euch in der Ecke oben. Ich bin total gespannt, was mich heute erwartet. Wetter sieht bisher ganz gut aus. Himmel ist relativ blau. Ein paar Wolken sind am Himmel zu sehen. Eigentlich hat der Wetterbericht auch vorhergesagt, dass wir so um die 80-90% Bewölkung haben werden. Wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt. Ich freue mich auf jeden Fall und bin gespannt, was so auf mich zukommt. Ja, ich freue mich, dass ihr mich auf meinem Weg begleitet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Also, bis gleich. Hier ist als erstes mal ein etwas abstrakten Bildaufbau. Es ist alles total minimalistisch. Ich habe ein bisschen Strand, ich habe ein bisschen Wasser und ich habe ein bisschen Himmel. Also eigentlich habe ich gar kein Motiv. Ich habe aber vor, im Photoshop das so ein bisschen mit einem Weichzeichner zu verlegen, der auch ein bisschen Richtung hat. Das möchte ich gerne mal probieren. Das habe ich letzte Woche in einem Video gesehen von einem schottischen Fotografen, der es mal probiert hat. Ich habe leider gerade den Namen nicht im Kopf. Sonst, ich verlinke euch das Video auf jeden Fall, mit dem er das gemacht hat. Ja, und dann werde ich mal sehen, wie das wird. Also ich habe keine Ahnung, ob das nachher gut aussehen wird oder nicht. Aber ich will ja meine Fototrips dokumentieren. Also werde ich auch das zeigen, was halt nicht so toll geworden ist. Aber ich will es einfach mal probieren. Ja, also weiter geht's. Also, ich bin jetzt einfach noch mal 50 Meter weiter gegangen. Hier vorne steht nämlich ein Angler am Wasser. Und den will ich auf dem Foto einfach mal so als Fokuspunkt stehen lassen. Den werde ich nicht dem Weichzeichner unterziehen im Photoshop. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Der Fotograf, von dem ich euch gerade erzählt habe, der ist dieser Schottische, der das auch gemacht hat, der hat das ähnlich gemacht. Deswegen habe ich gedacht, das mit dem Angler ist, das gab mal schnell eine gute Möglichkeit, das auch zu machen. Ja, also einfach mal probieren, gucken, ob es klappt oder nicht. Ob mir das gefällt oder nicht, wir werden sehen. Okay, also, weiter geht's. Also, was habe ich jetzt hier die ganze Zeit versucht? Ich habe jetzt versucht, eine Langzeitbelichtung zu machen. Ich habe meinen ND64-Filter aufgebaut. Nicht aufgebaut, sondern angebaut. Dann komme ich auf eine Belichtungszeit von einer Sekunde. Die gefällt mir ganz gut. So von der Dynamik, die da noch im Wasser herrscht. Das ist noch nicht so ausgewaschen. Ist so 0,5 bis eine Sekunde ist immer das, was ich ganz gerne mag. Ja, und ich bin bei einer Blende von 13, ISO 100. Wie meistens. Ja, ich muss mal gucken, ob mir da ein paar Bilder davon gefallen. Leider musste ich mal mit der Hand auslösen, weil irgendwie mein Fernauslöser nicht funktioniert. Warum auch immer. Er ist an, er ist richtig angeschlossen, aber irgendwie hat er trotzdem nicht funktioniert. Naja, mal gucken, vielleicht wird es ja trotzdem was. Ich werde euch die Bilder gleich mal einblenden. Also jetzt geht es mal weiter. Meine Begleitung, die ist schon irgendwie da einen Kilometer weiter. Wird Zeit, dass ich jetzt hinterhergehe. Also bis gleich.
Ja, ich bin jetzt noch mal ein Stück weiter gegangen und da vorne in die Richtung, da ist ein kleiner Leuchtturm, der Leuchtturm Bastors. Die Sonne geht jetzt hier auf meiner rechten Seite jetzt gerade ein bisschen unter. Licht ist eigentlich ganz nett. Und ja, ich habe den Leuchtturm jetzt einfach mal fotografiert. Ich habe hier im Vordergrund so ein bisschen das Schilf, im Mittelgrund so kleine Bäumchen und Sträucher und Hecken. Und dann hinten im Hintergrund ist dann der Leuchtturm. Ja, es gefällt mir hier auf dem Display ganz gut. Ich bin gespannt, wie es auf dem Rechner aussieht. Bis gleich. Ja, es ist schon irgendwie witzig. Ich bin an der Ostsee und anstatt die Ostsee zu fotografieren, fotografiere ich schon wieder Bäume. Aber ich konnte eben nicht anders. Das Licht ist gerade so schön. Das kommt hier von rechts über das Dünengras rüber. Ich habe das Tele noch dran gelassen. Ich habe jetzt hier ungefähr, bin ich bei 230, 240 mm. Blende 13, eine 20. Sekunde, ISO 100. Und einfach mal über das Dünengras, was so gerade schon schön von der Sonne angeleuchtet wird, einfach mal ja, die Sträucher und den Baum da hinten einmal fotografiert. Ich bin gespannt. Hier sieht es wieder total geil aus. Gefällt mir richtig gut mit dem Licht. Ich hoffe, am Rechner sieht es mir auch so schön aus. Also, bis gleich. Ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen rumlaufen, vielleicht am Wasser noch ein paar Fotos machen. Leider habe ich ja gerade schon mal gesagt, ist mein Fernauslöser nicht mehr richtig in Ordnung. Ich hoffe, dass ich da am Wasser mit den Aufnahmen vielleicht noch ein bisschen was werde, wenn die Aufnahmen wieder, also die Belichtungszeiten wieder ein bisschen länger werden. Ich schaue es mal. Vielleicht klappt es ja auch gleich, vielleicht funktioniert er gleich wieder. Man weiß es ja nicht. Manchmal steckt der Teufel hier im Detail. Muss man gleich mal gucken. Ja, also, wir sehen uns gleich wieder. Also die Sonne geht jetzt langsam unter. Ich bin so ein bisschen enttäuscht, ein bisschen genervt, weil mein Fernauslöser nicht funktioniert und ich nicht wirklich gute Langzeitbelichtung machen kann mit dem 2- oder 5-Sekunden-Timer. Es ist mit den Wellen, das ist einfach blöd. Da brauchst du einfach, wenn du vernünftig das machen möchtest, brauchst du einfach einen Fernauslöser. Deswegen ärgert mich ein bisschen, dass der nicht funktioniert. Nichtsdestotrotz habe ich jetzt noch mal ein bisschen rumgeguckt. Ich habe jetzt hier vorne neben mir so ein kleiner Wasserpool am Strand. Da hinten geht die Sonne unter, die Wolken spiegeln sich so ein bisschen hier drin und das habe ich jetzt versucht nochmal aufzunehmen. Mal gucken, so richtig begeistert bin ich jetzt nicht, aber mal gucken, also entwickeln werde ich das Foto auf jeden Fall und ich werde es auch hier auch zeigen. Meinetwegen kommentiert gerne, was ihr davon haltet. Ja, und ansonsten bleibt mir wieder nur zu sagen, vielen Dank fürs Zusehen, das hat mich wieder gefreut. Wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Das unterstützt mich, es hilft mir, es motiviert mich. Finde ich klasse. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Thomas.